bin ich nochmal, meine lieben Nachtelfen, meine Maikäferchen. Hier in unserem Wonnemonat Mai. Jawohl, ein Käffchen habe ich hier. Da, happy as a unicorn, drinking hot chocolate on a rainbow. Ist aber Kaffee drin. Ist egal. Brauche ich. So, dieses Video wird ein ganz kleines bisschen kürzer, aber ich möchte es doch unbedingt zeigen. Ich habe nämlich von einer ganz lieben Abonnentin auch ein kleines Päckchen bekommen. Und zwar von meiner lieben Doris. Und sie schreibt, liebe Corinne, liebi Corinne, endlich, sorry, war etwas abgelenkt. Die Stempel könnten etwas Harry Potter sein. Ja, der Beitrag zum Monat, ja, das ist egal. Liebe Grüße an alle, vor allem natürlich an Garfield. Natürlich. Und der schleudert hier irgendwo rum. Keine Ahnung. Da war das einmal dieses wunderschöne Stencil dabei. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Passt sehr gut zu meinen aktuellen Journals. Dann waren diese wunderschönen Stempel dabei von, ich weiß jetzt gar nicht von wo, Royal Jubilee, 37-Piece Stamp Set, sehr, sehr schön. Aber gut, Harry Potter nicht unbedingt, aber Alice und Märchen und alles Mögliche, so passen die sehr gut, ne? Da ist Kutsche dabei, da sind Karten dabei, da sind Herzen dabei, sehr, sehr schön. Gut, das englische dicke Dingels da, diese Farbe, ja gut, man weiß nie, wofür man es braucht. Und hier sind noch tolle Sprüche und Schriftstempel. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann habe ich noch hier ein Magazin von Stamping Up bekommen, das neueste. Und dieses Magazin ist eine ganz blöde Idee gewesen, Doris. Weil jetzt habe ich wieder Sachen gesehen, die ich noch nicht habe und ja... Na, ihr könnt euch den Rest ja dann denken, gell? Ja, so. Ach du meine Güte, auf jeden Fall vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich sag's euch ja, diese Päckchen, die kamen gerade zur rechten Zeit. Das kam nämlich auch gestern. Und ja, mein Herz ist voller Liebe für euch alle. Und das tut mir wirklich gerade sehr, sehr, sehr gut. In diesem Video möchte ich dann auch noch profitieren. Gestern kam nämlich dann auch noch der Paketbote mit was ganz Kleinem an. Und zwar habe ich von Amazon dieses tolle Papier bekommen, das zeige ich euch jetzt. Und dieses Papier ist wirklich einfach nur der Hammer. Also ich kenne jetzt schon einige, die Schnappatmung bekommen werden und die auch quietsch, 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 quietsch machen. Ah, ich hätte auch gequietscht. Also ich habe das gesehen und ich habe lange gezögert. Das war doch etwas teuer, aber ich musste es haben. Als Goodie waren hier diese beiden Kartenaufleger dabei. Und einmal diese Hotfoil in Gold und Silber. Und... ein Bogen Reispapier mit diesem Muster und ein Bogen Cardstock ebenfalls mit diesem Muster. Sehr schön, das war das Goodie, finde ich sehr, sehr schön. Ach ja, und hier ist ja sogar noch eins, auch das hatte ich gar nicht gesehen. Dieser Bogen Cardstock war auch noch dabei, dieses Designpapier. Sehr schön, hat eine sehr schöne Grammatur, kann man sehr schön verbasteln. So, Dille. Dann zeige ich euch mal die Papiere. Es ist dieser Block, An Undiscovered Magical World. Man kriegt es bei Amazon, es kostet 11 Euro und noch was. Also das habe ich dafür bezahlt. Es lag schon etwas länger in meinem Warenkorb. Ja, in meinem Warenkorb liegen einige Sachen schon etwas länger. Und ja, kann ja nicht alles haben, ne? Das ist so. Das ist so. Na, 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 bleibst du liegen? Es windet, es windet, es windet sehr. So. Irgendwas drauf. Also, es ist einseitig bedruckt, habe ich ganz gerne. Dann haben wir einmal dieses Papier, passt sehr gut zum Thema Wicca, Witchcraft, Hexenjournal und so weiter. Dann haben wir fast dasselbe, aber mit einem Auge drin. Gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Alles hat ein bisschen in den dunklen Farben gehalten. Dann dieses hier, das ist besonders schön mit den Raben vor dem Mond. Na gut, ihr seht es ja selber. Ich muss euch ja nicht dauernd hier die Ohren zu quatschen. Das hier. Na, ganz ohne reden kann ich auch nicht. Das dann na. Ich habe zwar immer Halsschmerzen, Kopfschmerzen, müde bin. Ich bin so müde. Ich bin heute Morgen mal in die Dusche gesprungen. Ich kann euch sagen, da kam ein Dreck runter. Also das will keiner wissen. So, das hier ist eins meiner Lieblingspapiere mit der Eule. Und... ja, dem Raben und dem Hirschen und alles mögliche, so mystisches Getier. Hier ist dann der gehörnte Gott zu sehen. Ein stattlicher, großer Mann mit einem Hirschgewand. Passt ja auch sehr gut zu der nordischen Mythologie. Dann haben wir hier die Runen.
auf diesem Blatt mit drauf. Runenlehre ist etwas sehr, sehr Interessantes, sehr schwierig, aber sehr interessant. Dann haben wir hier dieses Blatt, das habe ich auch von Stamperia als Rice Paper, aber das hier ist jetzt Designpapier, richtig schön dickes. Dann das hier ist auch eins meiner absoluten Favoriten. Schaut euch den mal an. Ist der nicht mega toll? Ich liebe Drachen. Die sind so schön. Sehr, sehr schön. Also ich bin dann auch eher das Drachenmädchen als das Einhornmädchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mädchen ist gut, Frau. Gut. Oma, Oma. So, dann haben wir hier nochmal mit Drachen. Auch sehr, sehr schön das Papier. Also es hat mir wirklich so gut gefallen. Ich bin am Überlegen, ob ich irgendwann mir noch ein zweites Mal das Papier noch ein zweites Mal hole, bevor es nicht mehr erhältlich ist. Und das ist das letzte Blatt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also insgesamt ist das ganze Papier wirklich wunderschön. So ein Mystical Set, ja, Undiscovered Magical World halt, ne? Die Grammatur steht nicht drauf, aber ich schätze mal so, na, doch hier 200er Grammatur. 10, ein Free Tag und 10 Papiere, also 11 Papiere insgesamt, 32 mal 31 cm. Ist schon ein bisschen außergewöhnliches Format, aber ja, gut. Macht ja nichts, ne? So. Ich weiß jetzt auch nicht, welches das Free Tag ist, aber das ist ja auch eigentlich egal. Die sind alle super. So, die packe ich gleich wieder ein. Das war das kleine Winz-Päckchen von Amazon, hat mich aber sehr gefreut darüber. Und dann wollte ich auch noch mal zeigen, wie weit ich bei meinem neuesten Journal bin. Da bin ich ja jetzt auch ein bisschen hinten reingeraten. Also Tati, wenn du das hier jetzt siehst, ich weiß nicht, ob du meine Videos guckst, aber ich bin dran, ne? Ich bin dran. Nicht, dass du meinst, ich hätte dich vergessen. Ne? Hier haben wir das Cover, ist so gut wie fertig, das ist gebunden. Innen sieht das so aus. Ist aber auch, wie gesagt, noch nicht ganz fertig. Dann habe ich zwei Signaturen sind fertig, die zeige ich aber auch jetzt nicht allzu deutlich. Die sind halt ganz als Hexenjournal, in Pastellfarben, aber nicht nur. Da konnte ich mich nicht zu hinreißen. Also hier ist auch ein bisschen schwarze Spitze, ja, hier ist aber auch ein bisschen helle Spitze, dann sind hier Glitzerpapiere drin, es sind Täschchen drin, es sind Papiere drin zum Schreiben. Ach du meine Güte. Entschuldigung, Frosch im Hals. Und sie wollte etwas, um viel reinzuschreiben. Hier sind dann weiße Spitzen dran. Na? Ich zeig's euch, wenn sie es gesehen hat, zeige ich es euch einmal ganz deutlich in der Kamera, aber jetzt nur halt mal so flüchtig ein bisschen, weil es halt ja auch noch nicht fertig ist. Ne? Und die dritte Signatur, die ist noch gar nicht fertig. Da habe ich in der Mitte so ein kleines Spinnenbimselbamsel dran gehängt. Also so ein bisschen hexig muss es ja schon sein. Und das hier ist noch gar nicht fertig, da ist noch weiter nichts drin, da bin ich dran. Aber wie gesagt, durch die ganze Corona-Geschichte jetzt und durch die ganze Geschichte mit diesem Zirkus und mit dem Pupsi, das Versorgen, ich sag's euch, ich war 36 Stunden am Stück wach, ich habe neben mir gestanden, ich habe mich selber beobachtet beim Ausflippen, das war schön. Aber gut, jetzt geht's wieder, ich habe wieder geschlafen, ich durfte ja jetzt wieder meine Schlaftabletten nehmen und ja. Jetzt geht es mir wieder einigermaßen gut, außer halt noch ein paar Symptome, aber die werden wir auch noch in den Griff kriegen. Und deshalb, vielen lieben Dank. Macht bei meiner Umfrage mit auf Facebook, fragt mich auf Facebook an, guckt bei Instagram nach mir. Es kommen jetzt auch neue Visitenkarten von mir bald, nächsten Monat spätestens. Dann kommen auch die Tassen, wenn jemand Interesse hätte. Und ja, es kommt jetzt noch ein Video von mir, ein letztes, und dann ist für heute Feierabend. Ja, also wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn die Videos etwas unregelmäßiger jetzt kommen, weil ich bin in einer Phase meines Lebens, wo ich ganz, ganz viel Selbstfindung betreibe und einfach gucken muss, wo mein Weg mich hinführt. Ist alles nicht so einfach, aber dann muss man es rausfinden, ne? Mit irgendwelchen Mitteln, das klappt schon. Ich habe euch lieb, ihr seid meine Seelenverwandten, alle, die mich abonniert haben, haben das abonniert, was ihnen gefällt, und ich möchte weiterhin Content bieten, der euch interessiert. Deshalb mache ich dieses Q&A, habe ich ja schon in dem vorigen Video gesagt, dieses Frage und Antwort, und schreibt mir eure Fragen. Wenn ich genug Fragen zusammen habe für ein Video, dann bringe ich das Video. Entweder beantworte ich sie live, oder dann könnt ihr euer Pfefferkern noch dazugeben, oder ich mache ein Video, das kommt darauf an, wie es mir in dem Moment geht. Wie gesagt, ich habe euch furchtbar lieb, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Empfehlt mich weiter, teilt das Video.
gebt ein Däumchen nach oben, aktiviert die liebe kleine Glocke, das tut nicht weh, das kostet nichts, damit unterstützt ihr mich sehr, sehr viel. Einen lieben Kommentar, mehr als 5 Wörter, dann hat YouTube das in seinem Cluster. Und sagt mir die Themen, die euch interessieren. Ich hab euch lieb, ich hab euch so, so lieb. Bis bald. Küsschen aufs Schnüsschen. Tschüss.